Ja, es sind ja oft die einfachen Dinge, die schwer zu machen sind, liebe Genossinnen und Genossen. Und in der Tat klingt der Antrag relativ einfach. Der Vorgang ist trotzdem relativ komplex und schwierig. Worum geht es? Wir haben auf dem Gründungsparteitag der Linken eine Beitragstabelle verabschiedet. Und das war einer der schwerst erkämpftesten Kompromisse auf diesem Parteitag. Und es hat sich seitdem niemand wirklich an diese Tabelle herangewagt. Und ich weiß, dass es sehr viele Diskussionen darüber gibt, dass man sie grundsätzlich ändern müsste. Der heute vorliegende Antrag tut das nicht. Dafür gibt es einen schlichten Grund. Die jetzige Beitragstabelle sichert im Osten die Arbeit, die finanzielle Arbeit der Landesverbände. Ich weiß, er macht es im Westen schwierig, Mitglieder zu werben, weil die Beitragssätze doch sehr kompliziert sind, sehr hoch. Und es keine Beitragsehrlichkeit gibt, unter anderem, weil eben die Tabelle so ist, wie sie ist. Deswegen glaube ich schon, dass es notwendig ist, in den nächsten Jahren die Tabelle auch generell anzufassen. Ich bitte nur um ein wenig Verständnis dafür, dass wir das sehr klug und ruhig abwägen müssen, weil wenn wir im Osten die finanzielle Arbeit der Landesverbände gefährden, wird es auch für die westlichen Landesverbände nicht einfacher, als es gegenwärtig ist. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Wir haben in der Beitragstabelle beim Gründungsparteitag den Betrag bis 400 Euro 1,50 aufgenommen. Warum haben wir das getan? Weil es einen Regelsatz bei Hartz IV gab, der unter 400 Euro lag. Wir wollten also Menschen mit einem geringen Einkommen die Möglichkeit geben, Mitglieder dieser Partei zu werden und haben aus Solidarität mit diesen Mitgliedern diesen niedrigen Beitrag eingeführt. Wir haben jetzt eine Entwicklung, und das muss ich dann so deutlich sagen, dass wir überproportional Eintritte, Neueintritte in dieser Partei haben, wo Mitglieder 1,50 zahlen, obwohl sie ein viel, viel höheres Einkommen haben, weil sie natürlich nicht wissen, wenn sie neu eintreten, dass dieser Beitrag, dieser Einstiegsbeitrag nicht für sie gedacht war, sondern für Menschen mit einem geringen Einkommen. Dieses Problem müssen wir angehen, weil die Entwicklung inzwischen so ist, dass fast ein Drittel aller Mitglieder dieser Partei unter 3 Euro Beitrag zahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Das gefährdet unsere finanzielle Handlungsfähigkeit, weil zum Beispiel ein Beitrag von 1,50 eben nicht die Kosten deckt, die er produziert. Und das ist etwas, was wir uns auf Dauer nicht leisten können, dass Mitglieder, die einen höheren Beitrag zahlen, dafür sorgen, dass andere, die eigentlich auch einen höheren Beitrag zahlen, einen niedrigeren zahlen, wir aber das Geld der höheren Beiträge brauchen, um die Verwaltung dieses niedrigeren Beitrages zu bezahlen und zu finanzieren. Das kann nicht Sinn und Zweck einer Mitgliedschaft in dieser Partei sein. Jetzt ist uns, deswegen haben wir vorgeschlagen, die 400 Euro aus der Tabelle rauszunehmen und auch den Einstiegsbeitrag von 1,50 aus der Tabelle rauszunehmen. Das war der Ursprungsantrag. Nun gab es, das habt ihr an den Änderungsanträgen gesehen, zu Recht die Diskussion, wollt ihr jetzt die Menschen mit geringen Einkommen aus dieser Partei verdrängen? Das wollen wir nicht. Und das gab es natürlich, man konnte den Antrag so interpretieren, den Ursprungsantrag. Deswegen haben wir uns jetzt mit den Antragstellerinnen der Änderungsanträge zusammengesetzt und haben neu formuliert einen Punkt 4. Dieser Punkt 4 ist sozusagen das, worauf es jetzt ankommt. Dieser Punkt 4 bringt zum Ausdruck, dass wir für Menschen mit niedrigen Einkommen in dieser Partei die Mitgliedschaft wollen, dass sie in der Lage sein können müssen, diesen Beitrag zu bezahlen in Höhe von 1,50. Und wir haben definiert, wen wir meinen damit. Da steht dann hier ausdrücklich, dass wir damit meinen, Mitglieder ohne Einkommen. Das sind zum Beispiel Schülerinnen, das sind aber auch Studenten. Da wird dann gesagt, die kriegen BAföG. Ja, BAföG ist kein Einkommen. BAföG ist ein Kredit, den man zurückzahlen muss, wenn man sein Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Wenn nicht, glaube ich auch. Es gibt weiterhin Bezieherinnen von ALG II, von Sozialhilfe, von Grundsicherung. Und wir haben neu mit aufgenommen Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, weil auch das Menschen mit einem geringen Einkommen sind und wir uns freuen würden, wenn sie Mitglieder bei unserer Partei wären. Das heißt, wir definieren mit dieser Beschreibung, wer diese Mitglieder mit einem geringen Einkommen sind. Diese dürfen zukünftig und sollen noch zukünftig mit 1,50 Beitrag Mitglieder in unserer Partei sein können. Gleichzeitig nehmen wir aber die 400 Euro und 1,50 raus,
weil wir glauben, dass jeder, der ein höheres Einkommen hat, auch 3 Euro Beitrag für diese Partei zahlen kann, wenn er solidarisches Mitglied mit dieser Partei sein möchte. Ich freue mich sehr, dass die BAG Hartz IV, dass die LAG Hartz IV Berlin, die LAG Arbeit und Armut Hamburg und auch der Antrag von Ortsverband Aschersleben und LAG Hartz IV jetzt mit auf diesem Antrag steht. Ich denke, damit kommt zum Ausdruck, dass wir es geschafft haben, hier einen fairen Kompromiss für beide Seiten hinzukriegen, dass wir es geschafft haben, das Anliegen einer solidarischen Beitragstabelle mit einer realistischen Beitragstabelle zu koppeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir die ab heute auch als Beitragstabelle dieser Partei verabschieden könnten. Dankeschön.